Guten Morgen, ihr Lieben. Schaut mich nicht so genau an. Ich schaue immer noch mega krank aus und total fertig. Aber es ist halt Realität. Mamas sind auch mal krank und ich versuche mich so gut wie möglich zu schonen, aber auch ein bisschen was zu machen, weil ansonsten hier einfach alles im Chaos versinkt. Luisa ist heute sehr spät aufgestanden, was ich super fand, weil sie echt den Schlaf mal wieder gebraucht hat. Also sie war in letzter Zeit so ein bisschen sehr quengelig und schnell frustriert, deswegen denke ich, hat ihr das auf jeden Fall gut getan. Sie hat ja bis um 8 geschlafen. Normalerweise geht da der Kindergarten schon los. Und jetzt habe ich sie heute einfach erst um 8:30 rübergebracht, was überhaupt gar kein Problem war. Ich bin schon früher aufgestanden, habe mich schon mal richten können und bin jetzt gerade wieder zurück. Ich mache mir jetzt erstmal ein Teechen. Dann habe ich noch so ein bisschen Wäsche zu richten. Und dann muss ich noch einkaufen fahren, weil Christian kommt nämlich heute wieder und wir holen ihn später vom Bahnhof ab. Mal gucken, was wir da Mittagessen kochen. Ich denke, wir warten dann auf ihn, dass Luisa nur einen Snack mittags macht und mittags macht und wir dann alle zusammen essen, wenn er wieder da ist. Ich habe irgendwie gerade nicht so Lust auf ein richtiges, festes Frühstück. Deswegen mache ich mir jetzt so eine Art Bowl mit Banane und Haferflocken. Dann habe ich hier meinen Anti-Ox-Drink. Den werde ich auch mit reingeben. Den habe ich gerade schon angerührt. Dann ein bisschen Joghurt, bisschen Milch und ja, das ist dann so halbflüssig und irgendwie habe ich da gerade mehr Lust drauf. Es ist jetzt doch eher ein Drink geworden, macht aber gar nichts, weil da habe ich ehrlich gesagt gerade auch richtig Lust drauf und ich wollte jetzt nicht noch mehr Haferflocken reinmachen, dass das Ganze noch dicker wird. Das werde ich jetzt genießen, mich dabei ein bisschen ausruhen, vielleicht kurz was auf YouTube anschauen und dann gehe ich in meine Mittagsessensplanung. Ich habe jetzt gerade mal den Kühlschrank durchforstet und gesehen, dass ich vergessen habe, das Gemüse hier einzufrieren. Das heißt, das werde ich heute vermachen. Das ist jetzt den zweiten Tag hier in der Tupper drin. Das habe ich sofort reingemacht und in den Kühlschrank gestellt. Und ich denke, da mache ich irgendwie noch Hähnchen-Geschnetzeltes dazu mit bisschen Sahnesoße oder sowas und Reis. Ja, irgendwie sowas in der Art, denke ich, dass es wird. Ich habe heute hauptsächlich eigentlich Kopfschmerzen und fühle mich echt so zermatscht irgendwie. Deswegen werde ich echt langsam machen. Ich gehe jetzt gerade hoch und schau mal, was hier noch zu tun ist, abgesehen von dieser ganzen Wäsche, die sich hier gerade türmt. Muss euch das gleich mal zeigen. Erstmal den guten Teil. Ich habe heute Morgen schon angefangen, Wäsche zusammenzulegen, als Luisa noch im Bett geschlafen hat. Und hier ist auch noch Wäsche zum Verräumen. Auch hauptsächlich zusammengelegt. Das hier muss ich überhaupt mal gucken, was das alles ist. Das weiß ich überhaupt nicht. Das wahrscheinlich ist das meiste zum Bügeln. Hier habe ich aussortierte Wäsche von der Luisa, die ihr zu klein geworden ist. Da muss ich auch mal schauen, dass ich irgendeinen Behälter finde, irgendeinen Karton oder was, wo ich das reinmachen kann. Und jetzt kommt's. Dieser ganze Berg hier wäre eigentlich zu bügeln. Aber das schaffe ich heute auf gar keinen Fall. Ich kümmere mich jetzt mal um die anderen Bereiche. Ich hatte mich jetzt so ein halbes Stündchen ins Bett gelegt und mich ein bisschen ausgeruht und gehe jetzt einkaufen. Ich hatte kurz überlegt, ob es Sinn macht, dass ich einkaufen gehe und danach direkt Luisa abhole. Aber ich glaube, ich brauche auch noch mal so ein bisschen Erholung dazwischen, weil ich finde, einkaufen ist auch immer relativ anstrengend. Deswegen mache ich das jetzt. Ich werde so ein paar gesunde Sachen kaufen, aber auch was für die Seele. Es hilft dann ja auch immer so beim Gesundwerden, wenn man leckere Sachen zu Hause hat. Ich habe jetzt ganz in Ruhe eingekauft, habe so eine knappe halbe Stunde ungefähr gebraucht und habe mir als erstes mal einen Kaffee beim Bäcker gegönnt und den mitgenommen. Und jetzt fahre ich nach Hause, zeige euch, was ich alles gekauft habe. Ich habe nicht auf den Preis geachtet. Ich habe halt einfach das genommen, auf was ich Lust hatte, damit Luisa und ich dann später eben auch ein schönes Mittagessen machen können, einen schönen Snack zu uns nehmen können, bevor wir dann abends kochen. So, ich zeige euch mal, was ich erworben habe. Also, zwei Orangen. Dann Karotten, zwei Birnen habe ich. Dann habe ich hier Tomaten, ein paar Bananen. Die gehen bei uns immer sehr gut. Dann habe ich mir für heute Mittag so einen kleinen Salat zusammengestellt. Da ist auch irgendwie Couscous-Linsensalat oder Quinoa-Linsensalat irgendwie dabei. Dann habe ich hier eine richtig, richtig große Box mit Heidelbeeren. Aber wir machen momentan auch ziemlich viel Smoothies am Nachmittag. Deswegen sind die super. Die haben auch nicht ganz so viel Fruchtzucker einfach und sind trotzdem sehr, sehr gesund.
Dann habe ich Äpfel, ich habe Weintrauben, ich habe einmal Joghurt mitgenommen, einmal Sahne fürs Abendessen heute und einmal Quark. Dann habe ich eine Avocado, wo mich eine Frau beraten hat. Sie hat gesagt, ich soll die noch ein, zwei Tage liegen lassen, dann ist die perfekt. Ich bin mal gespannt. Dann habe ich hier zwei kleine Gürkchen. Hier habe ich noch Clementinen und Himbeeren. Dann habe ich Kiwi, ich habe Lachs für mich heute Mittag, dann hier ein bisschen Wurst. Luisa hat ewig keine Bärchenwurst mehr gekriegt, da habe ich gedacht, nehme ich ihr heute mal eine mit. Und für den Christian noch zwei verschiedene Wurstsorten, wenn der jetzt wieder zu Hause ist. Dann habe ich hier Cranberries und einmal Reis. So, das war's. Das heißt hauptsächlich wirklich Obst, Gemüse, ja. Und habe gezahlt, letzten Endes, wie gesagt, ich habe überhaupt nicht auf die Preise heute geschaut, 51,37 Euro. Ich freue mich sehr über dieses leckere Essen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich hier so einen vollen Obstkorb sehe, dann geht mir immer so das Herz auf. Das sieht doch so schön aus und man denkt so, ach, lebe ich gesund. Ich weiß, dass man Bananen nicht mit anderen Sachen lagern soll. Allerdings habe ich es jetzt mal bewusst gemacht, für die Avocado auch. Und ja, wir essen das sowieso so schnell weg, dass das kein Problem ist, dass die Sachen zu schnell reifen. Ich weiß, das ist viel Obst, aber ich würde mal sagen, es reicht für uns so 4 Tage vielleicht. Und dann ist es aber auch schon wieder zur Neige gegangen. Ich habe jetzt übrigens alles gleich hier an so Kleinigkeiten wie Himbeeren. Das ist geschnippelte Gemüse, aber hier sind die Heidelbeeren drin. Na, also alles, was jetzt so an Kleinigkeiten war, Tomaten etc. pp. Gleich mal in Tupper verpackt und in den Kühlschrank. Ich finde das so super praktisch, weil man es einfach immer rausholen kann. Jetzt, ob es egal, ob es für die Brotdose ist oder so als Snack zwischendurch. Es ist schon gewaschen, man muss das nicht nochmal machen extra. Es ist ein Vorgang. Also ich finde, es spart auch schon irgendwie Zeit. Und ja, genau. Also ich liebe das. Das sieht einfach auch super ordentlich aus. So, dreimal dürft ihr raten, wer sich jetzt natürlich nicht mehr ausgeruht hat, sondern stattdessen hier noch ein bisschen in der Küche rumgewerkelt hat. Ich habe einfach noch Sachen aus dem Kühlschrank ausgemistet und ja, was da irgendwie so drin war und nicht mehr so lecker aussah. Aber jetzt ist es wieder ordentlich und ich fühle mich okay. Also ich merke schon, dass es mich jetzt auch so ein bisschen geschlaucht hat gerade, aber ist kein Vergleich zu gestern. Also ich denke, dass ich relativ schnell wieder auf dem Damm bin. Jetzt gehe ich gleich mal die Luisa holen. Ich hoffe wirklich, dass ich auch morgen wieder meine Schüler unterrichten kann. Jetzt heute mit der Stimme wird es noch gar nicht gehen, aber ja, ich denke, wenn ich morgen nicht so viel vorsinge, sollte das eigentlich wieder klappen. Ist halt für uns Freiberufler immer so eine Sache. Ne? Auf der einen Seite ist das cool, dass man keine Krankschreibung braucht, sondern man sagt einfach seinen Schülern Bescheid. Und die haben da ja auch immer Verständnis. Die wissen ja, wenn die Stimme nicht funktioniert, dann geht es halt auch einfach nicht. Auf der anderen Seite muss ich natürlich die Stunden nachholen. Also es ist ja dann auch mein Ding, dass ich dann irgendwie gucke, dass ich wieder auf mein Soll komme. Und jetzt weiß ich, okay, jetzt habe ich die halbe Woche nicht unterrichtet. Na, es ist jetzt schon wieder, ich bin so ein bisschen im Rückstand. Ich mag das auch nicht so gern. Also ich will dann alles so schnell wie möglich wieder irgendwie geregelt haben. Aber mein Gott, so ist es halt. Andere sind auch mal krank. Die müssen es halt dann nicht nachholen und werden trotzdem weiter bezahlt. Aber ja, bei mir ist das so. Dafür habe ich ganz, ganz viele andere Vorteile in meinem Beruf. Also Luisa ist jetzt zu Hause und ich habe sie gefragt, ob sie zuerst essen möchte oder erst ein bisschen spielen. Und jetzt möchte sie gerade für ihre Stofftiere ein Boot basteln. Aber ich kann dir auch helfen, wenn du mir sagst, was du machen möchtest. Hm? Oh, ich muss ritzen. Nee, ritzen ist schlecht. Ich helfe dir gleich mal. Also mit ganz, ganz viel Fantasie kann man sich vorstellen, dass das ein Schiff sein soll. Das können wir hier noch ein bisschen festkleben da vorne. Hm? Mit Rudern. Rudern, ist das die Mehrzahl von Ruder? Ein Ruder, zwei Ruder? Nein, mit zwei Ruder. Und ich weiß, dass der Mast ein bisschen zu weit hinten ist, aber ich sage ja mit ganz viel Fantasie. Und außerdem hat Luisa sich das ganz alleine so überlegt. Ne? Ich war nur die schneidende Kraft sozusagen. Und da dürfen jetzt deine Kuscheltiere gleich drin fahren, in dem Boot? Ja. Ja, bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt mal alles hingerichtet. Hingerichtet, hergerichtet. Luisa versucht sich gerade ihre Brezel mal aufzuschneiden. Ne? Hast du dabei die Wurst zwischengepackt? Und hier ist mein kleiner Salat. Und ja, wir lassen uns das jetzt mal gut schmecken, würde ich sagen. Und wenn es nicht geht, mein Schatz, dann helfe ich dir, ja? Also ich muss echt sagen, diese Rebesalate, die finde ich einfach sehr lecker. Auch jetzt gerade diese... Hui! Ah, du hast ja schon deine Brezel gemacht. Sehr gut. Gerade jetzt diese...
Linsen, was war's? Quinoa-Salat. Schmeckt richtig gut. Mm. Auch ein bisschen scharf. Und deine Brezel ist auch lecker? Schon die ganze Butter runtergeguckt. Schon. Christian hat sich gerade gemeldet, dass mit seinen Zügen soweit alles in Ordnung ist und er rechtzeitig ankommt. Wahrscheinlich, also so wie geplant. Und deswegen fahren wir jetzt gleich los und holen den Papa, ne? Kann sich im Auto ein bisschen ausruhen. Du schaust irgendwie müde aus, mein Schatz. Reibst dir ein bisschen die Augen, ne? Das Puzzle. Gut, dass der Papa bald wieder daheim ist. Der kann das Puzzle nämlich ganz besonders gut. Das ist auch richtig schwer, ne? Also da, wenn man einmal den Bogen raus hat und weiß, wie das geht, dann... Der Papa hat sich halt da irgendwie so eine Strategie gemerkt. Aber wir machen das immer wieder von Neuem und überlegen von Neuem. Und deswegen ist das für uns so schwierig. Oh, das könnte doch gehen. Hm? Und was machen wir noch? Ja, dieses Puzzle überfordert uns. Ja, das kann man mal machen. Meinst du, wir bauen erstmal aus, warum? Wir sind wieder alle daheim. Wir haben jetzt die Mamba noch abgeholt von meinen Schwiegereltern, haben dort noch Kaffee und Kuchen gehabt. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich habe versucht, mich ein bisschen zurückzuhalten und nur so ein halbes Stück Apfelkuchen gegessen, weil ich ja eigentlich gerade dabei bin, mich wieder ein bisschen bewusster zu ernähren, mit weniger Zucker und so weiter. Genau, aber der Kaffee war sehr lecker. Ich habe in letzter Zeit nicht so viel Kaffee getrunken und jetzt nehme ich ein Erkältungsbad. Ob wir kochen, ist noch fraglich, weil irgendwie hat gerade niemand mehr so richtig Hunger, aber eigentlich müsste das Gemüse noch weg. Ich nehme jetzt auf jeden Fall erstmal ein Bad, dann darf Luisa baden und dann entscheiden wir, ob wir noch kochen. Wir lassen jetzt den Abend schön gemeinsam ausklingen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!